Ich hoffte, Maine würde mir ein Auto leihen. Hier ist Lorna Miles. Hallo Lorna, was möchten Sie uns mitteilen? Warum schert sich die Polizei? Wie meinen Sie das? Es ist eine Wohnwagensiedlung. Natürlich gibt's da Ärger. Was soll man schon erwarten? Die Polizei sollte lieber den normalen Bürgern helfen, statt für diese Leute Zeit und Geld zu verschwenden. Tja. Also bitte. Der Abschaum seine Probleme selbst lösen. Mein Großvater... Alter! Geht mit der? Oh, vielen Dank für diese mitfühlende Stellungnahme, Lorna. Zur Hölle. Also ich meine, bitte. Das ist ja ein bisschen krank. That music, by the way. Night Owl, the voice of Pat Maine, all night, every night. Oh, das ist aber eine Überraschung. Der berühmte Schriftsteller Alan Wake ist gerade reingekommen. Mal sehen, ob er mir ein Interview gibt. Kommen Sie, Mr. Wake. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown! Gehen Sie weg von Maine! Lassen Sie ihn! Hey, 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 immer mit der Ruhe! Stecken Sie die Waffe weg, wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale, wir haben ihn! Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich Maine nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Korps loswerden und das Bergwerk selbst finden. Ja, nee, ist klar. Leuchtfackeln. Ui. Immer noch keine vernünftige Waffe. Ja, immerhin habe ich noch ein paar Blendgranaten über. Oh! Geht das? Ja, zu langsam. Okay. Willst du bitte ausweichen, Wake? Geht mal alle drauf hier. Ein Revolver, na danke. Revolver und Schrotflintenmunition. Super! Toll! Ah, jetzt kann ich hier wählen. Okay, cool. Ist hier noch mehr? Ich meine, wozu habe ich jetzt gerade Schrotflintenmunition gekriegt? Das ist Schwachsinn irgendwie. So, ohne Schrotflinte. Ein bisschen doof. Naja. Ich weiß gerade nicht, ob ich mir die Granaten aufsparen sollte. Wow. Hi. Ach doch. Sterbt mal alle. So. Ich habe nur 18 Schuss. Das ist gar nicht mehr viel. Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Hm. Könnt mit denen die Viecher trollen, indem ich die da reinlocke und dann aktiviere. Mal gucken. Eine Schrotflinte, was ein Zufall. Damit hätte ich niemals gerechnet. Wow, das sind viele. Das sind viel zu viele. Wow, 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 wow. Okay. Können wir sowas hier nutzen? Hey,
Wow. Wow. Achso, ich hab den noch nicht. Okay. Wow. Puh, ich hasse diese Stelle. Ich erinnere mich gerade wieder dran. Das ist nervig. Das ist sogar saunervig. Klar, man könnte jetzt einfach ohne die Schrotflinte gehen, aber es ist eine Schrotflinte, verdammt. Die lässt man nicht hier. Vor allem glaube ich, die kommen so irgendwann so oder so. Ist zwar nicht sicher, aber. Egal. Schauen wir nochmal. Wop. Lass mal hier raus, das Ding aktivieren. Schön durch. Mein Junge! Diese kleinen Viecher hier, ne? Die sind nervig. Ach. Wow. Ich vergaß, die Großen können chargen. Chargen. X-Gut Deutsche. Bitte. In Light you can hurt him. Nein! Was du nicht sagst. Bin ich nie drauf gekommen. Okay, ich sollte nicht so sparsam mit der Munition sein gerade. Irgendwie. Das sind sowieso so krass viele. Sollte ich erledigen, was mir gerade in die Quere kommt. Also am einfachsten ist es hier raus. Und erstmal das Ding anwerfen hier, weil dann rennen die alle langsam oder sicher da durch. So, kommen sie mal ran hier. Ja, dich schon mal raus. Dich raus. Ach, muss man kurz mal abladen, da war ja was. Warum bist du noch nicht weg? Echt den Schuss verkackt gerade. No! Und tschüss. Ho! Alter Vater. Das war nicht cool. Das war gar nicht cool. The Darkness Control to taken. Ja, soweit war ich schon, danke. Alter. Das war sogar mehr als uncool jetzt gerade. Mann. Da hinten ist Licht. Ich will zum Licht. Lass mich zum Licht. Oh, das ist eine Seite. Oh, die muss ich mitnehmen. Oh, die muss ich mitnehmen. Oh, keine Gegner, bitte. Oh, Licht. Licht, 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 Licht. Puh. Okay. Schrotflinte, Lithium, Lithium, Batterien, danke. Puh. Okay, wie viel Schuss habe ich die? Oh, 2 Schuss, ja, danke. Lad mal nach hier. Okay. Also, hallo? 4 Schuss für mich. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier.
lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem. Ich habe das Gefühl, das wurde zusammengeschnitten. Das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Das war sowas von der Entführer und da ist sowas von was versteckt, weil es genau in der gegengesetzten Richtung liegt. Ja, da war auch so ein Mark. Da ist eine Kiste für mich. Eine Kiste für mich. Schub, du, 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 du. Revolvermunition. Ist voll. Oh, hab ich ja mitgekriegt. Cool. Und hier ist eine Leuchtpistole drin. Nee, schade. Hätte ich aber cool gefunden. Leuchtpistole wäre jetzt echt schnieke gewesen. Dann hätte ich ziemlich viele Insta-Killer. Hi, 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 hi. Na, ihr? Rechts von mir ist einer. So. Ja, dann können wir wenigstens noch die Revolvermunition hier mitnehmen. Okay. Huf. Zum Zugdepot gehen. Ja, dann mal los. Ich erwarte ja irgendwie schon fast wieder einen Bosskampf. Was ist hier oben? Komm ich hierher? Ich glaube, hier komme ich her, ne? Ja. Okay. Ach, Alan. Du hättest echt mal ein bisschen trainieren können, bevor du dich in so einen Abenteuer stürzt. Sah ich eine Eisenbahnbrücke. Und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Nein. Du mit deinem Auto immer. Ah, ich erinnere mich jetzt, ja. Das ist die Stelle, wo ich aufgehört habe. Denn wir kommen nun zu den glorreichen kontrollierten Gegenständen. Die kaum nervig sind oder so. Nö, 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 nö. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Alles auf Ich glaube, man sieht das Problem gerade sehr schön. Ne? Gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Und so. Die Stelle ging mir zu dem Zeitpunkt so dermaßen auf den Sack, dass ich nicht weitergespielt habe und dann auch nie wieder weitergespielt habe irgendwie, weil dann habe ich irgendwann das Spiel runtergeschmissen und ich keine Lust mehr hatte und ja. Aber ich denke, heute schaffen wir das. Das ist kein Ding. Ich meine, easy. Oder so. Was hier helfen könnte, wäre ein Leuchtfaktor, glaube ich. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. Okay. Versuchen wir das mal. Einfach hier mal so mitten reinstellen und eine Leuchtfaktor ziehen. Ganz gut. Aua. Ich weiche aber auch nicht aus, ne? Auch irgendwie dumm. Okay, erstmal einen Moment warten. Wir müssen warten, bis wir wieder Energie haben. Das wird jetzt nichts. Aua!
Und tschüss. Ah, das nervt. Nein, sie können den Lichtstrahl der Taschenlampe verstärken. Was? Da wäre ich niemals drauf gekommen. Aber ich denke, hier eine gut gezielte Blendgranate macht das Ganze irgendwie leicht. Mal gucken.